Herzlich willkommen bei HWK-TV, sagen heute die Schüler der Erich-Kästner-Hauptschule aus Bad Neuenahr-Ahrweiler. Den Platz an der Schulbank haben Jan, Annika und Bastian aus der 8. Klasse mit dem Schulfest bei der Handwerkskammer Koblenz getauscht. Genau wie rund weitere 6.000 Schüler. Ihr Spezialauftrag? Aus Schülersicht Eindrücke für HWK-TV einfangen. Was interessiert die jungen Gäste? Sind die Schüler sehr interessiert an diesem Beruf, wenn sie zu dir kommen? Ja, ich denke schon. Also wenn man das sich hier anguckt, wie die bei der Sache sind. Also ich hatte eben schon 3-4 ältere Damen hier, die wollten unbedingt auch Fliesenleger werden. Also hatten sie dann gesagt. Nee, die sind schon sehr interessiert hier, die Schüler, die hier kommen. Alle Werkstätten in den Koblenzer Aus- und Weiterbildungszentren der Kammer standen offen. Ausbildungsmeister und Lehrlinge gaben Informationen aus erster Hand. Die Schüler konnten selber mit anpacken oder den Profis über die Schulter schauen. Dabei gab es auch Einblicke in Berufe, die weniger bekannt sind. So wie hier bei den Mechatronikern. Wir haben hier zum Beispiel ein Förderband mit verschiedenen Sensoren aufgebaut und dafür auch das Programm geschrieben, dass dann zum Beispiel die verschiedenen Sensoren die verschiedenen Werkstoffe wie zum Beispiel Holz, Metall oder Plastik erkennen und die dann an verschiedenen Rampen rausschieben. Wenn man hier so hinguckt, denkt man jetzt erstmal nicht, dass das ein richtiges Handwerk ist. Also wenn man jetzt hier Tischler sieht, der sägt ja und steht dann da und hier ist das meiste mit Computer. Ja, aber hier muss ja auch viel verdrahtet werden an den einzelnen Stationen, angeschraubt werden und so. Also da ist schon ein handwerklicher Teil bei. Welcher Beruf passt zu mir? Welches Talent kann ich wo am besten einsetzen? Fragen, die nicht nur im praktischen Werkstattteil beantwortet wurden, sondern um die es auch in der Theorie wie beim Jobtester ging. Gar nicht trocken oder nüchtern. Um Kreativität und Fingerspitzengefühl ging es bei den Friseuren und Kosmetikern. Um mobile Berufsinformationen, die auf Wunsch auch in die Schulen rollt, im Morgenmeisterbus. Ein wichtiges Thema dieses Tages war natürlich die Frage, wie man an den Traumjob kommt. Ein Tipp, als Schüler bereits ein Praktikum absolvieren. So lässt sich der Beruf kennenlernen, kann der Handwerksmeister sagen, was auf den Jugendlichen zukommt. Die Erwartungen, die ich an einen stelle, sie müssen Geschick mitbringen. Sie müssen Interesse dafür haben. Das ist Voraussetzung. Und viele sollten sich im Vorfeld auch überlegen, ob sie das halt wirklich haben. Weil ich habe schon sehr viele Praktikanten hier gehabt und haben auch sehr viele dann während des Praktikums gesagt, ist vielleicht auch nichts für mich. Für Kfz-Mechanikermeister Armin Ströder aus Ransbach-Baumbach ist die Verbindung aus Praktikum und Ausbildung ein Erfolgsmodell. Jeder seiner Lehrlinge hat vorher bereits als Schüler Werkstattluft geschnuppert. Informationen über Betriebe, die einen Praktikumsplatz anbieten, gibt die in Ausbildungsberatung der Handwerkskammer Koblenz. Zurück beim HWK-Schulfest und seinen 6.000 Gästen. Für jeden war etwas dabei. Jeder konnte sich auf seine Art einbringen und entfalten. Ob mit Pinsel und Farbe oder an den Computerarbeitsplätzen im Kompetenzzentrum für Gestaltung, Fertigung und Kommunikation. Um kreatives Arbeiten geht es auch im Beruf von Stefan Neideck. Er ist Tischlermeister, führt sein eigenes Unternehmen und hat einst auch als Lehrling begonnen. Heute ist er Chef eines eigenen Unternehmens, bildet aus und sucht neue Lehrlinge. Auch er gibt Schülern die Chance, als Praktikant erste Berufserfahrungen zu sammeln. Also in erster Linie möchten wir halt den Jugendlichen auch mal einen Einblick gewähren in die Firma, was wir so überhaupt machen und was halt für Qualifizierungen erwartet werden. Darum geht es halt in erster Linie. Momentan haben wir 3 Auszubildende. Jetzt im August kommt der 4. hinzu. Und wir übernehmen noch einen aus einer EQJ-Maßnahme, also eine Wiedereinstiegsqualifizierung für Jugendliche. Für den Weg von der Schule ins Handwerk entscheiden sich jährlich im nördlichen Rheinland-Pfalz rund 4.000 Jugendliche. Momentan werden über 10.000 Lehrlinge in Handwerksbetrieben ausgebildet. Und wer weiß, vielleicht haben einige der jungen Gäste des HWK-Schulfestes an diesem Tag ihren Traumjob im Handwerk gefunden. Das Team von HWK-TV bedankt sich in jedem Fall bei seinen Moderatoren Annika, Jan und Bastian für ihren Job, den sie traumhaft vor der Kamera erledigt haben. Alle Schüler, die in den Sommerferien wieder praktisch und kreativ arbeiten und dabei handwerkliche Techniken erlernen wollen, bietet die Handwerkskammer Koblenz in den Sommerferien 2007 3-tägige Workshops Juniortechnikerin, Juniortechniker an. Infos unter 0261 398 115 oder E-Mail pa@hwk-koblenz.de. Meistervorbereitung bei der Handwerkskammer Koblenz.
Kraftfahrzeugtechniker ab 9. Januar 2008, Vollzeit in Koblenz. Tischler ab 7. Dezember, Teilzeit in Koblenz und ab 31. Januar 2008, Vollzeit in Koblenz. Weiterbildung bei der Handwerkskammer Koblenz. Fahrzeugklimaanlage ab 10. Juli in Koblenz. Motormanagement 1 ab 4. September, 3 Abende in Koblenz. Holztreppenbau 1 ab 5. Oktober, 6 Tage in Koblenz. HWK Weiterbildung, Telefon 0261 398 415 oder E-Mail bildung@hwk-koblenz.de. Alle Infos zur Ausbildung, freien Lehrstellen und Co. gibt es bei der Ausbildungsberatung der Handwerkskammer. Telefon 0261 398 332 oder per E-Mail aubira@hwk-koblenz.de oder im Internet unter www.hwk-koblenz.de.